Darf ich Sie bitten, wieder Platz zu nehmen für die letzte Runde? Nein, die ist noch gar nicht die letzte, ist die vorletzte. Die letzte halten wir kurz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte nehmen Sie wieder Ihre Plätze ein und wir kommen jetzt etwas verspätet, aber immer noch mit genügend Zeit, hoffe ich, und Raum für Diskussionen zur Diskussionsrunde mit Frau Wintermantel, der Präsidentin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Ich brauche Sie, glaube ich, nicht sonderlich vorzustellen. Vormals Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz und der Universität des Saarlandes. Also sie spricht gewissermaßen auch stellvertretend immer noch für die Hochschul- und die Hochschulrektoren. Herrn Kornwolf, der wird Ihnen nicht so bekannt sein möglicherweise, Leiter des Geschäftsfeldes Bildung der T-Systems in Bonn. Und was er da genau macht, das wird er gleich uns noch vorstellen. Herr Prömel, Präsident der Universität, der Technischen Universität Darmstadt, noch Vizepräsident der TU 9, aber ab 1.1., glaube ich, 2014 der Präsident der TU 9, also des Verbundes der Deutschen Technischen Universitäten, die besonders exzellent sind. Und schließlich Herrn Schüller in Vertretung für Frau Quenne-Thielen, den haben Sie heute Morgen schon kennengelernt, der im Bundesministerium für Bildung und Forschung die Abteilung Wissenschaftssystem leitet. Frau Wintermantel, ich hoffe, Sie werden es mir nicht übel nehmen, aber ich möchte mit Herrn Kornwolf mal beginnen, weil Herr Kornwolf nämlich eines der interessantesten Projekte im Augenblick verantwortet, jedenfalls eines, das ich am interessantesten finde. Herr Kornwolf nämlich betreibt für T-Systems, also ein Ableger der Telekom, eine Entwicklung einer Lernplattform in Verbindung mit der TU 9, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, die sozusagen ein deutsches Lehrangebot, ein deutsches Online-Lehrangebot in die Welt setzen will. Und mich interessiert einfach als erste Frage an Sie, was treibt die Telekom oder T-System, sich auf dieses Feld der akademischen Bildung zu begeben, einen Partner zu suchen oder einen Verbund von Partnern? Und was wollen Sie damit erreichen und wie steht es eigentlich um das Projekt? Also was bewegt eine Deutsche Telekom oder auch die T-Systems, so etwas zu initiieren? Es ist erstens so, dass seit vielen Jahren die Deutsche Telekom in vielfältigen Bildungsaktivitäten investiert und aktiv ist. Wir betreiben eine eigene Fachhochschule, Schulen ans Netz. Wir haben eine Stiftung, die im K12-Segment aktiv ist. Und das war dann die Fragestellung an mich und auch mein Team, ob es nicht sinnvoll ist, vor dem Hintergrund der weltweiten Digitalisierung sich genauer anzuschauen, ob und wenn ja wie sich auch ein Netzbetreiber, wie es eben die Deutsche Telekom nun mal ist, dort auch zu positionieren. Was passiert da weltweit? Aus unserer Sicht ist es so, dass wir in dem Bildungsmarkt, der heute Morgen ja von Paul Kim umrissen wurde, dieselben Anzeichen zu sehen sind, wie sie in der Telekommunikation stattgefunden haben, im Energiesektor, in der Medizin oder auch in der Verlagsindustrie. Lange sind diese Welten ranken sich um zum Beispiel einen Anschluss oder einen Zähler oder ein Stück Inhalt. Und jetzt durch die Digitalisierung rankt es sich auf einmal genau um das, worum es wirklich geht, nämlich den Nutzer, in unserem Fall Bildung, den Lernenden, ein Individuum. Also es geht immer weniger um die Institution oder den Inhalt, sondern mehr und mehr kommt das vielleicht wieder in den Blickwinkel, was schon immer wichtig war, nämlich der Lernende bzw. der Lehrende. Und weil wir eben genau diese Bewegung sehen, die seit Jahren in der Bildung aktiv sind, haben wir uns eben dafür entschieden, ein Projekt aufzusetzen, so wie wir übrigens viele andere Innovationsprojekte vorantreiben über die T-Ventures oder unseren Inkubator, der einen Vorschlag machen soll, wie ein tatsächliches Bildungsangebot made in Germany für unseren Standort hier von Relevanz in den Markt gebracht werden kann.
Dazu sind wir dann auf die sogenannten TU9 zugegangen, die in Deutschland sicherlich sehr stark für Ingenieurskunst stehen, um dort wiederum gemeinsam zu überlegen, wie eine, nennen wir es Cloud-Universität, tatsächlich aussehen sollte, was letztlich ein wirklicher Beyond-MOOCs-Move wäre. Bei allem Respekt vor diesem Trend, der sehr viel mit Technologiefähigkeit zu tun hat, sehen wir aber für unsere Kunden und damit uns selbst, für unser Wachstum als Unternehmen eine dringende Notwendigkeit, mehr dafür zu tun, dass weltweit besser ausgebildete und mehr Talente in die Unternehmen kommen, die unsere Kunden sind. Und das ist letztlich die Haupttriebfeder gewesen, so eine Initiative aufzusetzen. Wir brauchen Talente bei unseren Kunden, wir brauchen sie selbst und sehen darin auch eine Chance im Aufbau einer, wir haben das Cloud-Universität genannt und nicht Lernplattform, tatsächlich etwas zu bewegen, was für uns wirtschaftlich sehr wichtig ist. Können Sie noch mal beschreiben, was man unter dem Begriff der Cloud-Universität sich vorstellen kann? Sind das ganze Studiengänge, die da angeboten werden? Sind das einzelne Kurse? Sind das einzelne Module? Beschreiben Sie es noch mal. Also sicherlich ist es auch so, dass Herr Prömel oder auch die anderen Vertreter der TU 9 dazu was sagen können und sollten. Unsere Idee ist jedenfalls sehr viel weitreichender als einfach das, was wir heute als MOOC vielfach sehen, in die Welt zu bringen. Es geht tatsächlich darum, Ingenieurskunst in unterschiedlichsten Lernformaten zertifiziert, akkreditiert und auch ECTS-fähig der weltweit anbieten zu können, natürlich auch in Deutschland anbieten zu können. Aber jetzt seien Sie doch noch mal ganz ehrlich, also die Telekom macht ja nichts nur aus mäzenatischer Intention. Also wir brauchen mehr Talente, das hat natürlich auch was mit Human Resources zu tun, das sehe ich ein. Steckt da irgendeine Geschäftsidee dahinter? Also und wenn ja, wie glauben Sie, Sie haben eben von einem Markt gesprochen, ein Produkt anzubieten, was am Markt nachgefragt wird und möglicherweise auch am Markt einen Preis erzielen kann? Also natürlich kann das Produkt am Markt einen Preis erzielen und das ist die eigentliche Geschäftsidee. Wenn Sie auf vielleicht etwas weniger, wenn wir etwas weniger auf die Telekom, sondern mehr auf das Education Team den Blick richten, dann ist die Perspektive sicher so, dass wir wie ein kleines Unternehmen im Unternehmen agieren, ähnlich wie das ein Startup auch tut. Und insofern hier mit den Damen und Herren von den TU9 an dem Angebot und wie es vermarktet werden kann und soll, tatsächlich arbeiten. Für die Telekom ist es natürlich kein reines Mäzenatentum. Das sagte ich ja schon. Wir werden nicht weiter wachsen können und erfolgreich sein, wenn unsere Kunden, und es ist vielfach die Industrie, deutsche Industrie, die weltweit tätig ist, wenn dort das Potenzial nicht entfaltet werden kann, weil wir einfach nicht ausreichend gute und fähige Menschen finden, dann ist auch unser Wachstumspotenzial erschöpft. Und das ist eine sehr rationale Überlegung. Das ist alles andere als reines Mäzenatentum. Lassen Sie mich den Bogen schlagen zu Herrn Prömel. Herr Prömel, was motiviert den Verbund deutscher TUs, sich an einem solchen Projekt zu beteiligen? Herr Schüler hat das heute Morgen sehr schön gesagt. Wir sehen einen Trend, digitales Lernen, der weit über MOOCs hinausgeht und der die Hochschulen in den nächsten Jahren prägen wird. Und Sie hatten gesagt, Herr Schüler, aussitzen geht eigentlich nicht, weil dann verpassen wir etwas. Und Sie haben auch gesagt, dass die Hochschulen da in einer Verantwortung sind. So, die MOOCs sind jetzt so quasi das auslösende Moment, dass wir uns überlegt haben, dass wir uns in dieser Richtung stärker positionieren müssen. Technische Universitäten haben ein spezifisches Profil und in spezifischen Dingen gemeinsame Interessen. Und das hat uns dazu bewogen, in die Gespräche mit T-Systems einzutreten. Und wir sind ja jetzt in so einer Experimentierphase auch. Also T-Systems, Cornwolf hat einiges an Vorarbeiten geleistet. Wir haben schon im Mai ein Memorandum of Understanding unterschrieben, um jetzt in einer Experimentierphase zu schauen, wie eine Zusammenarbeit aussehen kann. Als TU9 haben wir im Prinzip drei Interessen kurzfristig an solchen MOOCs oder derartigen Lehr- und Lernformen. Und die sind alle heute schon genannt worden. Sehr spezifisch ist die
Studieneingangsphase, also die hochstandardisierten Kurse Mathematik für Maschinenbauer, Bauingenieure, Physik für, also die Kurse, wo ganz klar ist, was passiert, wo wir große Mengen Studierenden zu bewältigen haben, da kann man solche Dinge aus unseres Erachtens sehr gut einsetzen. Dann haben wir, und das ist das, was wir im Moment ganz konkret tun, ein Interesse daran, dass es auch, dass auch German Engineering nach außen getragen wird. Im Moment erleben wir, und das haben wir heute Morgen in dem Vortrag von Paul Kim sehr deutlich gesehen, die Amerikaner besetzen an der Stelle den Markt und prägen auch, wie Bildung aussieht, auch in den Ingenieurwissenschaften. Und Ingenieurwissenschaften sehen in Deutschland anders aus als in den USA. Und wir haben ein starkes Interesse, dass unsere Vorstellungen von Ingenieurwissenschaften auch weltweit sichtbar sind, um langfristig dann auch attraktiv zu sein für internationale Studierende, um auf der Landkarte zu erscheinen. Das können Sie jetzt als Internationalisierung oder als Marketing sehen. Aber da geht es uns auch darum, das, was wir als technische Universitäten in Deutschland machen, sichtbar zu machen. So, und wenn Sie dann als letztes, und das ist ja auch schon genannt worden, und das wäre das Einzige, was uns dann kommerziell interessiert, wenn wir in Weiterbildung Richtung denken, kann man solche Dinge auch gut verwenden. Ansonsten ist es für uns kein Businessmodell oder andersrum, wenn unser Businessmodell ist, hervorragende Lehre und hervorragende Forschung zu machen, dann ist es Teil des Businessmodells. Sie haben ja schon die unterschiedlichen Dimensionen jetzt dargestellt. Das eine ist das, was genannt wurde, Heterogenität an Wissensbeständen sozusagen auf universitäres Niveau anzugleichen, im Sinne der Vorkurse und der Brückenkurse und der standardisierten Eingangsphase. Dann haben Sie den Bogen geschlagen zur Weiterbildung und Sie haben den Bogen geschlagen zur Internationalisierung, das heißt zu Interessenten an deutschen Bildungsangeboten aus anderen Ländern. Wofür brauchen Sie die? Also, dass Sie die damit erreichen, leuchtet mir ein. Was passiert danach? Wenn die Leute einzelne Kurse belegt haben, einzelne Module mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen haben, gibt es danach irgendeine Strategie der Retention, des Anwerbens oder ist das noch in weiter Ferne? Es ist noch nicht so weit gediehen, dass wir jetzt eine Strategie präsentieren können. Aber die Idee, und wir haben ja auch vorhin über Plateaus und Berge und Demografie gesprochen, die Idee, international präsent zu sein, um gute internationale Studierende anwerben zu können, auch in Deutschland, ins deutsche Universitätssystem, steht dahinter. Und wenn wir da nicht präsent sind, dann werden wir an der Stelle etwas verlieren. Ich habe vorhin ein bisschen gezuckt, es ist das Wort Cloud University gefallen. Es ist nicht die Idee, eine Universität neben der Universität zu bauen, sondern Dinge zu tun, die wir in unserer Universität und im Rahmen dann auch von Präsenzlehre anbieten. Das sind Module, die wir brauchen, meinen zu brauchen, um attraktiv zu sein, um Markennamen zu bilden und auch Studierende und Doktoranden nach Deutschland zu holen. Das ist nicht, dass wir eine Universität neben der Universität bauen wollen. Herr Prömmel, Sie sind ja nicht nur designierter Präsident eines Hochschulverbundes, eines Universitätsverbundes, sondern Sie sind auch Präsident einer Hochschule, einer technischen Universität. Wir haben ja eben von den Treibern gesprochen, die die Entwicklung auch in Deutschland vorantreiben. Wir haben nicht diesen ökonomischen Impetus, der das offenbar in den Vereinigten Staaten auch sehr weit vorantreibt. Wir haben interessanterweise die Initiative eines Privatunternehmens. Nicht Sie sind ja auf die T-Systems zugegangen, sondern umgekehrt. Wir haben viele Einzelinitiativen, so wie Herr Lovisach, also viele Einzelprofessoren, die sich im MOOC-Bereich mehr oder weniger anarchistisch bewegen, würde ich mal sagen, im Sinne einer Hochschulstrategie. Wie sehen Sie das als Hochschulpräsident, also als jemand, der für die Profilbildung und strategische Entwicklung einer Hochschule Verantwortung trägt? Ist das schon richtig bei den Hochschulleitungen in Deutschland angekommen und was müsste eigentlich passieren, damit diese, ich nenne es mal, diversen Bottom-up-Treiber sozusagen auch eine entsprechende Resonanzfläche in der Strategiebildung erhalten? Nun, zum einen sitze ich hier als Universitätspräsident, also irgendwo scheint es ja schon ein bisschen angekommen zu sein. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der ein Interesse daran hat und das tut. Das sind in meiner Wahrnehmung schon einige. Das ist ein Prozess, der im Werden ist. Es ist bestimmt noch nicht überall so angekommen, wie es angekommen sein sollte. Aber auch die heutige Veranstaltung zeigt ja, dass das ein Prozess ist, der auch vom Stifterverband betrieben wird. Das wird einige Zeit dauern. Wir wissen ja auch nicht genau, wo es hingeht. Das muss man ja auch sagen. Es ist ja nicht
so, dass wir ein klares Ziel haben und bewegen uns jetzt auf ein Ziel zu, sondern wir sehen, dass da etwas im Fluss ist, etwas passiert und dass wir uns dem nicht verschließen können. So, dass wir gemeinsam eine Orientierung versuchen, Lehre, digitales Lernen zu entwickeln und mitzuentwickeln. Ob das nun zu viel oder zu wenig angekommen ist, mag ich nicht zu beurteilen. Aber es ist bestimmt nicht so, und das zeigt beispielhaft die Diskussion in der TU 9, dass wir uns dem stellen und die Entwicklung auch ein Stück weit mitbestimmen wollen. Ich frage natürlich deshalb nach, weil die Heinz-Nixdorf-Stiftung und der Stifterverband Anfang nächsten Jahres einen Strategiewettbewerb für Hochschulen ausschreiben, also wo wir Anreize geben wollen, sich tatsächlich systematisch auch im Sinne der Hochschulentwicklung mit diesen Themen zu beschäftigen. Die Idee ist im letzten Jahr schon geboren, aber viele haben uns signalisiert, wartet mal noch ein bisschen, ja, bis das Thema tatsächlich auch in vielen Köpfen angekommen ist. Und ich hoffe dann auf große Resonanz unter den Hochschulen. Frau Wintermantel, der DAAD, das weiß ich, beschäftigt sich auch mit diesem Thema MOOCs. Und was heißt das eigentlich für die Internationalisierungsstrategien der deutschen Hochschulen? Was heißt das für den DAAD als Organisation? Was heißt das möglicherweise auch für veränderte Stipendienstrategien, Austauschstrategien zwischen den Hochschulen? Warum beschäftigt sich der DAAD damit und welche Potenziale sehen Sie als Internationalisierungsagentur der deutschen Hochschulen? Also zunächst muss ich natürlich jetzt mal sagen, der DAAD setzt sich für persönliche Begegnungen im internationalen Kontext natürlich ein. Natürlich wollen wir, dass unsere Studierenden und unsere Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und unsere erfahrenen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen international sich am internationalen Diskurs beteiligen, und der DAAD sieht es als seine Aufgabe an, Bedingungen dafür zu schaffen, dass dies möglich ist. Also das muss man zuerst mal sagen. Also es geht hier tatsächlich um Global Citizenship und um Diskurse im internationalen Kontext. Warum wir uns so sehr für MOOCs interessieren, da haben wir auch verschiedene Ziele. Ein wichtiges Ziel ist die Vorbereitung ausländischer Studierender in ihren Heimatorten, die sie in die Lage versetzen, bei uns mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit zu studieren. Sie wissen zum Beispiel, das große brasilianische Programm, Brasilien möchte uns viele Studierende schicken, und die müssen zunächst mal die deutsche Sprache so weit erwerben, dass sie den Veranstaltungen folgen können, und sie müssen natürlich auch ein bisschen fachspezifisch vorbereitet werden, zum Beispiel auf German Engineering. Nehmen wir mal an, die Susi aus Sao Paulo möchte Nationalökonomie in Frankfurt studieren, dann müssen wir ihr etwas anbieten, einen Kurs in der deutschen Sprache, also eine auch personalisierte im Sinne von Herrn Träger, eine personalisierte Möglichkeit, sich auf dieses Studium vorzubereiten und dann nachher mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit in Deutschland zu studieren. Denn ich glaube, das wissen die hier Sitzenden oder wissen es vielleicht auch nicht so, aber das ist einfach sehr wichtig, dass unsere ausländischen Studierenden, die mit hohen Erwartungen nach Deutschland kommen, dann nachher auch mit einem Erfolg wieder zurückgehen. Denn dann haben wir Freunde Deutschlands in aller Welt. Also das ist ein Anwendungsbereich, um den wir uns sehr entschieden im Augenblick bemühen. Ein weiterer Anwendungsbereich sind natürlich Marketingaktivitäten der deutschen Hochschulen, sind natürlich Vorbereitungen sozusagen das Bekanntmachen. Wir haben ja diese Initiative GATE mit der Hochschulrektorenkonferenz zusammen, und wir können da natürlich MOOCs auch einsetzen. Aber nochmal, im Augenblick denken wir sehr konkret an diesen ein bisschen Experiment auch, Studienvorbereitung ausländischer Studierender für ein Studium in Deutschland. Aber nochmal, der DAAD setzt auf persönliche Begegnungen im internationalen Kontext. Ne? So, man kann ja nicht alleine Tango tanzen, aber man kann sicherlich ein bisschen vorbereitet werden darauf. Und das kann man eben auch durch durchs Netz. Das ist natürlich die klassische Zielgruppe. Also diejenigen, die sich ohnehin für ein Studium in Deutschland interessieren, können natürlich über Vorbereitungskurse, Sprachlernkurse etc. auf das Studium in Deutschland vorbereitet werden. Aber dahinter steckt ja noch wesentlich mehr Potenzial. Ja. Also, wenn ich mir Susi aus Sao Paulo nochmal nehme, wenn sie jetzt noch nicht entschlossen ist, in Deutschland zu studieren, was müssen wir eigentlich anbieten, um überhaupt auf die Landkarte zu kommen? Ich meine jetzt die virtuelle Landkarte. Denn wenn wir Angebote aus Stanford haben, Angebote aus den Ivy League Universitäten im Netz, warum sollen sie
englischsprachige Angebote? Mit was können wir eigentlich konkurrieren? Das ist meine Frage. Möglicherweise eine Frage, die ich auch an andere stelle. Gibt es irgendwelche Nischenprodukte? Ich denke, Engineering ist sicherlich eine Marke und ein deutsches Qualitätssiegel. Das könnte ein Nischenprodukt sein. Können Sie sich irgendwelche Nischenprodukte vorstellen, mit denen besonders deutsche Hochschulen am internationalen Bildungsmarkt reüssieren können? Also Sie hatten mich gefragt, warum kümmert sich der DAD im Augenblick darum? Und ich hatte Ihnen jetzt dieses ganz konkrete Projekt genannt. Natürlich müssen wir in dieser Entwicklung dabei sein und die deutschen Hochschulen müssen in dieser Entwicklung dabei sein, sonst verschwinden sie tatsächlich von der Landkarte. Aber nochmal, nach meiner Erfahrung hat das deutsche Wissenschaftssystem einen sehr hohen Ruf in aller Welt. Wenn Sie sich unsere Zahlen anschauen, Wissenschaft weltoffen, dann werden Sie sehen, wie sehr nicht nur die deutschen Ingenieure, auch die deutsche Rechtswissenschaft, auch die deutschen Geisteswissenschaften, auch die deutsche, ich will jetzt nichts vergessen, aber auch die deutsche Ökonomie Interesse findet in aller Welt. Also dieses muss natürlich platziert werden, immer wieder. Darum sage ich, wir müssen dieses Marketing machen, aber wir sollten auch sehen, dass wir auch wirklich mit einem gewissen Selbstbewusstsein auftreten können mit unserer akademischen Tradition und mit unserer Art, Forschung und Lehre zusammenzubringen. Das war ja bei der letzten Diskussion schon angesprochen worden. Also diese forschungsorientierte Lehre und unser Konzept von akademischer Lehre, das ist schon etwas, was wir international vermitteln können und vermitteln müssen. Dann gibt es ja auch neue Entwicklungen, wie nennen Sie das, Herr Dräger, on ground oder im Sinne der Filialisierung deutscher Hochschulangebote im Ausland. TU München fällt mir ein, aber auch die zahlreichen Kooperationsprojekte mit Universitäten in Vietnam, Jordanien etc. Ist das möglicherweise auch eine Sache, die sozusagen die Ausgründung einzelner Bereiche deutscher Hochschulen begleiten kann? Aber ja, natürlich. Also wir haben ja jetzt diese Ausgründungen in anderen Ländern, die vom DAD stark unterstützt werden. Und wir sprechen da von Flying Faculties. Das bedeutet, unsere Professoren und Professorinnen gehen an die Universität in Ägypten oder die beiden Universitäten dort oder auch Vietnam, was ja von den hessischen Hochschulen stark getragen wird. Natürlich können diese Flying Faculties, diese Ausflüge, auch ein Stück weit ersetzt werden. Das ist ein weiterer Anwendungsbereich, über den wir nachdenken. Und wir haben ja schon ein paar Förderungen in diesem Bereich jetzt durchgeführt. Das ist schön, dass Sie das sagen. Ja. Herr Schüller, wir haben von Ihnen ja heute schon eingangs sozusagen Grundlegendes gehört. Ich möchte Sie noch mal fragen, wir haben jetzt hier so ein paar Potenziale identifiziert, vor allen Dingen im Bereich der Internationalisierung, des Marketings, des Lifelong Learnings, der Vorbereitung auf ein Studium. Aus Sicht der Bundesregierung oder Ihres Ministeriums, gibt es auch ein Potenzial, deutsche Hochschulen damit zu verändern? Oder ist es tatsächlich nur ein Add-on zu dem, was man sozusagen in dem realen Raum deutscher Hochschulen derzeit schon präsentiert? Natürlich gibt es dieses Potenzial. Wenn Sie mich jetzt sozusagen als Vertreter des BMBF insgesamt ansprechen, fängt es ja nicht bei den Hochschulen an und hört auch nicht bei den Hochschulen auf. Also im Bereich der klassischen dualen oder Berufsausbildung spielt das Thema ja genauso eine große Rolle. Im Bereich Weiterbildung ist es eigentlich sozusagen, das ist in unserem Erfahrungshorizont zurzeit der Treiber. Und da spielen Geschäftsmodelle schon gar keine Rolle mehr, weil Unternehmen sozusagen in ihrer Inhouse-Aus- und Weiterbildung solche modernen oder digitalen Ansätze ja schon ziemlich perfektioniert nutzen. Und wenn sie sozusagen ins internationale Geschäft gehen, also Coca-Cola macht eben schon eine super Weiterbildung hier in Europa für seine Leute und die können das nur sozusagen als ein Unternehmen mit dieser Dislozierung, auch mit diesen neuen Medien. Also das sind schon Treiber und wenn wir uns fragen, was kann man sozusagen für Impulse geben in diesem Kontext, das müssen wir uns fragen, müssen wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Im Hochschulbereich, ich habe das versucht heute Morgen zu sagen, glauben wir, und jetzt komme ich zu meinem sozusagen originären
Arbeitsfeld. Wir wollen eben einen Beitrag dazu leisten, dem Thema Lehre noch mehr Bedeutung, Anerkennung und Professionalität mitzugeben, da Rückenwind zu geben. Und da glaube ich, dass diese Potenziale, die ein Stück weit beschrieben sind, in der Tat da sind, aber das Eis, auf dem wir uns wahrscheinlich gemeinsam bewegen, ist noch dünn. Und da haben wir natürlich als Haus auch eine Rolle bei dem Thema auch Forschung, Forschungsfragen. Was kann man sozusagen, wie kann man das Eis noch erhärten, auch einen Beitrag zu leisten. Also das Feld oder die Brille, durch die wir schauen, ist durchaus sozusagen vielfältig, ein gewisses Prisma. Ich glaube halt schon vor dem Hintergrund, dass es nicht so einfache auch Bewertungsprozesse sind, dass in Hochschulen da schon eine Schlüsselrolle sozusagen als Anwender, aber als Prüfer sozusagen, auch als Experimentierfeld, das dann aber auch wissenschaftlich unmittelbar begleitet wird, zukommt. Das können andere Bereiche nicht so sehr. Also auch die Validierung sozusagen, die damit verbunden ist, da sind die Hochschulen exzellente Orte. Nun haben Sie den Bereich der Hochschullehre angesprochen. Das ist ja nun nicht gerade Kernzuständigkeit eines Bundesministeriums, um es mal so auszudrücken. Haben Sie den Eindruck, vielleicht dass... Vielleicht noch nicht. dazu will ich jetzt von Ihnen kein Statement herauslocken. Aber meine Frage ist, haben Sie in Ihren Gesprächen und Begegnungen mit Ländervertretern den Eindruck, dass auch dort das Thema mittlerweile angekommen ist? Sie erwarten jetzt von mir viel Diplomatie. Ich gehe gar nicht so weit, sondern also eine Perspektive mit Blick auf Zuständigkeiten, das könnte ich wirklich lange ausführen. Der Bund hat etwas getan, was man vielleicht vor 4 Jahren sozusagen gar nicht für möglich gehalten hätte. Er hat zum Beispiel gesagt, wir kümmern uns um das Thema Lehre und haben diesen Qualitätspakt Lehre gestartet. Ich habe ein unmittelbares Interesse, weil diese Initiative keine Eintagsfliege sein soll, sondern schon auch länger laufen soll und auch in eine zweite Runde geht. Ein Gefühl dafür zu bekommen, ist es sinnvoll, auch solche Fragestellungen, die wir heute sozusagen mit Blick auf das Potenzial genannt haben, doch sehr viel stärker mit zu berücksichtigen. Das wäre ja ein ganz konkretes Instrument oder Momentum, um eben auch den Hochschulen auf einer strategischen wie individuellen Ebene da Möglichkeiten oder Rückenwind solche sozusagen für solche Initiativen zu geben. Also ich glaube, die Initiative ist gut und wir haben da jetzt nicht so sehr die Verfassungsjuristen lange befragt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, irgendjemand sagt es aus dem Publikum, diesen latenten Diskurs, die Geldgeber könnten damit möglicherweise Einsparpotenziale im Blick haben, dass man den erstmal beiseite schiebt, ja? Weil sonst, glaube ich, kommen wir hier in so eine Art Gridlock, ja? Weil natürlich die Hochschulen immer sagen, das kostet uns eigentlich mehr, jedenfalls in der Anfangs- und Investitionsphase, als dass es uns nachher möglicherweise an Skaleneffekten bringt. Also es wäre schon gut, wenn das sozusagen auch im Bewusstsein der Politik so verankert ist, dass es wahrscheinlich am Anfang eher ein bisschen mehr kosten wird als am Ende. Herr Kornwolf, ich möchte Sie nochmal sprechen. Ich habe Sie in der Pause gefragt, ob ich diese Frage stellen darf, und Sie haben gesagt, stellen Sie sie doch ruhig. Was sind denn Ihre Erfahrungen? Sie haben das Projekt, was Sie beschrieben haben, jetzt knappes Dreivierteljahr, Jahr lang, also wahrscheinlich schon länger vorbereitet, in dem direkten Austausch mit der akademischen Welt. Klar, so ein Start-up tickt anders, sowohl zeitlich als auch mit Blick auf Ergebnisse wahrscheinlich, als das die akademische Welt tut. Wie sind da Ihre Erfahrungen in der Zusammenarbeit? Berauschend. Also die Erfahrungen aus meiner Sicht, und das würde sicher mein achtköpfiges kleines Team sicherlich auch so teilen, sind tatsächlich unglaublich positiv gewesen. Warum? Wir sind erstens noch gar nicht so lange. Den MOU, den Professor Prömel ansprach, den haben wir Ende Mai erst geschlossen und sind dann in einem kleinen Team mit den TU9 in die Arbeit gegangen. Ja, manches hätte vielleicht schneller gehen können und da tickt dann ein sogenanntes Start-up etwas anders. Auf der anderen Seite wäre es, glaube ich, von unserer Seite eine naive Erwartung gewesen, dass
ein solcher Prozess, der uns Beyond MOOCs führen soll und auch wird, irgendwo in einem Monatsbereich geschehen kann oder gar sollte. Was ich persönlich unglaublich beeindruckend fand, waren Gespräche mit sehr unterschiedlichen Professoren, Professorinnen, die nochmal gezeigt haben, welche Fähigkeit wir in diesem Land und gerade in unseren Hochschulen haben. Wenn wir uns heute überlegen, dass das Vorbild für MIT die Uni Karlsruhe gewesen ist, die erste Ingenieurin der Welt aus einer der TU9s letztlich aus einer der TU9s hervorgegangen ist, wenn wir sehen, welche hervorragenden Leistungen für deutsche Unternehmen weltweit gebracht werden. Mich hat es noch mal ganz anders mitgenommen als zu meiner eigenen Studienzeit, weil ich selber dann persönlich merkte, dass wir die Kraft, die darin liegt, diese Welt, wie es Paul Kim heute Morgen, ich glaube, ehrlich gemeint gesagt hat, tatsächlich noch mal auf einen ganz anderen, auf ein ganz anderes Niveau heben zu können. Das hat mich echt erfasst und auch begeistert. Und ich glaube, wir sehen das in Deutschland noch immer nicht, was die Amerikaner lange sehen. Ich habe mit Leuten vom MIT gesprochen, die haben gesagt, hey, wenn ihr merkt, was ihr könnt, dann müssen wir uns warm anziehen. Sagt jemand vom MIT? Sagt jemand vom MIT? Stanford, mit Professor Kim bin ich schon eine Weile unterwegs, der sieht das ganz genauso. Und Sie haben ihn ja heute Morgen erlebt, der kennt das gar nicht, Deutschland, USA, Stanford, TU Darmstadt. Für ihn geht es um die Frage, wie kriegen wir Lehre und Lernen auf ein anderes Niveau. Das hat mich persönlich stark inspiriert und gleichzeitig zu sehen, wie konkret Menschen arbeiten können, mit denen wir unterwegs sind. TU Aachen produzieren wir gerade die ersten Kurse. Wir arbeiten da an einem realen Projekt, wie Fahrzeuge entwickelt werden. Also da passiert Lernen, Produzieren und wieder Neulernen gleichzeitig. Für mich atemberaubend. Vielen Dank. Wir müssen leider schon zu einer kleinen Schlussrunde kommen, denn die Zeit läuft uns weg. Ich möchte nochmal an alle die Frage stellen, in so einer Schlussbetrachtung, was nehmen Sie aus der heutigen Diskussion mit? Wo sehen Sie für sich persönlich und Ihre Organisation, die Sie vertreten, die größten Potenziale, die sich aus der Digitalisierung von Bildungsangeboten ergeben können? Herr Prümmel, Sie müssen jetzt anfangen. Also was nehme ich heute aus der Diskussion heute mit? Ich nehme recht viel mit über das Beyond. Also weniger über die MOOCs als die Diskussion, die wir heute über das Beyond geführt haben, die Perspektiven, die sich mittel- und langfristig aufzeigen und dass es sehr vernünftig ist für deutsche Hochschulen, jetzt einzusteigen, um das Beyond nicht zu verpassen. Unabhängig davon, was mit MOOCs wird, und der Paul Kim hat das ja sehr deutlich gesagt, nach seiner Einschätzung laufen die sich jetzt irgendwann tot. Das ist völlig okay. Die Universität wird in 10 Jahren anders aussehen, als sie heute aussieht. Von daher in den Prozess einsteigen. Digitales Lernen wird eine Zukunft an Universitäten, an Hochschulen haben. Und wir müssen uns den Herausforderungen der Zukunft stellen. Herr Schüler. Ich habe den größten Teil des Vormittags erlebt. Und ich fand das insofern ganz interessant, als ich die beiden Vorträge schon sehr sozusagen auf einer sehr unterschiedlichen Flughöhe gesehen habe. Es ist gut, eine Vision zu haben, aber im Sinne der politischen Verantwortung würde ich sagen, wenn wir was tun können, dann muss es das sein, was anschlussfähig ist, sozusagen für den Hochschulalltag, wie wir ihn auch haben. Und das kam mir in dem zweiten Beitrag sozusagen ein Stück auch geerdet vor. Und ich denke, das ist das, was Politik mit befördern kann, befördern sollte, es wirklich schnell sozusagen in praktische Umsetzung zu bekommen, nicht in große Theoriebildung, sondern Erfahrungen sammeln. Und ich glaube, es ist eben ganz wichtig, deswegen doch nochmal die Präsidenten, es in dem Sinne nicht als eine Top-Down-Aktivität zu sehen, aber schon nochmal als eine sozusagen Mission der Einrichtung selber und nicht nur einzelne Einzelkämpfer oder Ausschnitte der Hochschule. Und
auch dies ein Stück zu befördern, sozusagen, wäre das, was ich als meine oder sozusagen auch Aufgabe vom BMBF da skizzieren würde. Also ich sehe auch die enormen Potenziale dieser MOOCs-Bewegung. Ich meine, dass wir auf keinen Fall da irgendwie diese Entwicklung verschlafen dürfen. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Mann von T-Systems einen Werbeblock für die deutschen Ingenieure hier gebracht hat und dass sie sich so begeisterungsfähig zeigen. Ich würde auch sagen, wir sollten selbstbewusst mit unseren Inhalten umgehen, aber wir müssen uns auch überlegen, haben wir eigentlich Incentives für unsere Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen, sich wirklich hier auch mit ihren Inhalten einzubringen? Und das scheint mir irgendwo eine Lücke zu sein, was wir uns wirklich, also Herr Schüller, das würde ich Ihnen auch gerne sagen, wir müssen uns irgendwie überlegen, wir haben im Augenblick die Hochschulen, also wir haben noch nie so viele Studierende gehabt wie im Augenblick, das heißt, die Hochschulen sind zum Zerreißen gespannt, was die Arbeit vor Ort betrifft, und jetzt müssen hier Inhalte in MOOCs-Form gebracht werden, und das muss gut gemacht werden, sonst hat es ja sowieso keinen Zweck. Und der Punkt ist der, wie kriegen wir das hin? Also das wäre so eine Frage des praktischen Alltags. Wie kriegen wir das hin, dass tatsächlich da eine breite Begeisterung entsteht und auch Zeit dafür vorhanden ist, um das zu tun? Oder im Sinne einer sinnvollen Arbeitsteilung. Wie Herr Dräger eben schon sagt, es muss ja nicht jeden Kurs digital reproduzieren, sondern man kann das ja auch in sinnvoller Kooperation und Synergiebildung machen. Herr Kornwurf, Sie haben das Schlusswort. Ich bin erstmal dankbar, dass mein Arbeitgeber uns sozusagen dieses Stück Geburtshilfe ermöglicht hat, weil es das, glaube ich, einfach braucht. Wie es viele gute Ingenieurinnen und Ingenieure braucht, so braucht es eben auch manchmal auch Unternehmer, die etwas wagen und versuchen und auch mal ausprobieren, wissend, dass wir die finale Lösung noch nicht kennen. Und das ist schön, und mich hat heute hier auch sehr beeindruckt, wie viele Menschen es gibt, und es sind ja gar nicht alle hier, die das wirklich wollen und die mitmachen wollen, und das würde ich jetzt auch gerne mit anpacken und was gestalten. Herzlichen Dank Ihnen hier auf dem Podium, Ihnen im Publikum für die Geduld des Zuhörens. Leider haben wir jetzt keine Gelegenheit mehr, noch mal ein paar Fragen zu stellen. Wir machen jetzt noch eine ganz kleine Blitzabschlussrunde, die so ein bisschen den Blick auf das lenken soll, was ja heute schon mehrfach thematisiert worden ist, nämlich das geplante Forum als Gemeinschaftsaktion zwischen Hochschulrektorenkonferenz, CHI, Stifterverband und verschiedenen anderen Akteuren, die auch noch eingebunden werden sollen. Dazu bitte ich jetzt diejenigen, die hier das Schlussforum bilden, auf die Bühne, und diejenigen, die nicht mehr auf der Bühne sind, auf Wiedersehen.